Ja, wir sitzen ja hier in der Staatskanzlei, zu Gast bei Frau Leutheusser-Schnarrenberger. Sie ist Antisemitismusbeauftragte. 2018, Juni 2018, haben wir eine Antisemitismusbeauftragte eingerichtet. Und vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir auch schon mit Ben Salomo gesprochen, der sich ja massiv für das Thema einsetzt, auch schon ganz viel mit Ihnen zusammen gemacht hat. Und heute wollten wir nochmal mit Ihnen ins Gespräch kommen. Gerade dieser Tage, Halle ist vielleicht das prominenteste Beispiel aus der letzten Zeit, ist Antisemitismus eine große Herausforderung, mit der wir als Gesellschaft, als Politik umgehen müssen. Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, vielleicht mal ein paar Sätze zu Ihrer Person. Sie waren ja schon mal Bundesjustizministerin bis 2013, aber sagen Sie doch vielleicht mal was, wie Sie sich am besten beschreiben würden. Ja, ich bin lange Jahre eine solche Berufspolitikerin gewesen. 1990 bis 2013 war ich Bundestagsabgeordnete. Ich komme jetzt aus Bayern, da war mein Wahlkreis. Ich bin aber eine gebürtige Minderin, also hier aus Ostwestfalen-Lippe, aus Nordrhein-Westfalen kommend und habe hier auch meine gesamte berufliche Ausbildung, Jurastudium und so weiter abgewickelt. Ja, ich hatte erst einen Beruf. Ich war beim Patentamt in München. Im ersten gesamtdeutschen Bundestag war ich dann Abgeordnete, bekam zweimal die Gelegenheit, Justizministerin zu werden auf Bundesebene. Bin von 92 bis 96 ist das erste Mal gewesen, die ganzen Fragen der deutschen Einheit, die Rechtsfragen, die ja vielfältigst waren, waren unter anderem in meiner Verantwortung mit. Und dann bin ich zurückgetreten wegen des großen Lauschangriffs, weil mir das einfach ein viel zu tiefer Eingriff in die Privatsphäre des einzelnen Menschen ist und unser Grundgesetz ja in Artikel 13 ausdrücklich sagt, dass die Wohnung geschützt ist, die soll unverletzlich sein. Das ist dann nachher eingeschränkt worden, als man den Lauschangriff eingeführt hat, ohne mich, denn ich hätte das als federführende Ministerin machen müssen. Ich habe dagegen geklagt beim Bundesverfassungsgericht und dann 2004, 8 Jahre später, hatte ich dann Erfolg und deshalb darf dieses Abhören in Wohnungen nur in ganz engem Umfang erfolgen. Ich war dann immer weiter auch im Bundestag, auch teilweise in der Opposition mit der FDP-Bundestagsfraktion und wurde dann 2009 bis 2013 nochmal Bundesjustizministerin in der Koalition mit Angela Merkel als Kanzlerin. Und das war die Zeit, wo es sehr viel um die Vorratsdatenspeicherung gegangen ist. Das ist ja auch ein Thema. Absolut. Datenschutz, Dieser Tage, ich denke ja. mal, ist ja auch mit ihr Thema. Also Datenschutz in dem Sinne, was darf von mir erzählt werden? Was können andere von mir wissen? Auf welche Daten dürfen sie zugreifen? Und wie kann ich erreichen im digitalen Zeitalter, dass ich auch noch Selbstbestimmung leben kann? Denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Gestaltung der gesamten Digitalisierung. Und nach der Wahl 2013 für die FDP ja der tiefe Einbruch, da sind wir aus dem Bundestag herausgewählt worden von den Bürgerinnen und Bürgern, bin ich in der Friedrich-Naumann-Stiftung aktiv. Ich bin im Vorstand, stellvertretende Vorsitzende. Ja, und dann hat mich der Landtag ja durch seinen einstimmigen Beschluss in die Lage gebracht, gefragt zu werden von dem Ministerpräsidenten und dem Herrn Stamp, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten, ob ich dieses Amt ehrenamtlich übernehmen möchte. Ja. Und seitdem bin ich jetzt hier im Büro in der Staatskanzlei, gehöre aber nicht der Landesregierung an, was ganz wichtig ist, weil ich damit nicht in der Hierarchie und auch nicht in der Weisungsbefugnis in einer Landesregierung tätig werde. Und ich glaube, das ist auch für die, die sich an uns wenden, wichtig. Sie können also frei walten und schalten im Rahmen Im Rahmen der meines Leitplanken, Auftrages, genau. genau. Aber das ist ja auch eine wichtige Information, dass es da nicht politisch gesteuert ist. Nein. Ich persönlich habe mich, bevor ich richtig politisch engagiert war, kaum mit Antisemitismus beschäftigt und hatte auch nicht wirklich Erfahrung mit Antisemitismus. Bis heute glaube ich, dass ich keinen krassen Antisemitismus selber persönlich erlebt habe. Habe mich aber gerade nach der Tat in Halle nochmal intensiver damit beschäftigt und auch dazu entschieden, das nochmal intensiver aufzugreifen. Hatten Sie schon in Ihrer Vergangenheit häufiger Bezugspunkte zum Antisemitismus oder kam das jetzt durch Ihre Beauftragung hier? Also ich hatte Bezugpunkt zur jüdischen Religion. Vielleicht erinnern Sie sich, es gab vor ein paar Jahren, das war in meiner Ministertätigkeit, gab es ja die Notwendigkeit, sich mit der Frage, darf zur Ausübung der jüdischen Religion auch eine Beschneidung bei noch nicht, ja, geschäftsfähigen, noch nicht
Volljährigen vorgenommen werden. Also bei Kleinkindern, das gehört zur jüdischen Religion, innerhalb von 6 Tagen nach der Geburt bei Jungen. Und das ist ja eine ganz, ganz schwierige Frage. Und da habe ich natürlich mit allen Verbänden sehr enge Kontakte gehabt, auch viel Austausch. Ich habe auch mit allgemeinen Fragen, gerade auch im Europarat, in dem ich neben meiner Bundestagstätigkeit war, mit Antisemitismusfragen zu tun gehabt. Da haben wir auch Resolutionen verabschiedet gegen Antisemitismus, richtet sich gerade auch bestimmte Länder, die Mitglied des Europarates sind, Russland, andere Länder, wo es eben natürlich auch Antisemitismus bis heute gibt. Aber ich selbst war zum Beispiel nie Betroffene von antisemitischen Pöbeleien oder Ähnlichem oder dass in meinem unmittelbaren Umfeld das passiert ist. Also ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung reden, ich bin Evangelin, auch nicht aus meinem weiteren Umfeld, aber politisch habe ich damit schon immer zu tun gehabt. Jetzt sind Sie ja viel schon durchs Land gereist seit Juni 2018, haben ja auch mit vielen gesprochen. Wie würden Sie den Stand jetzt in Nordrhein-Westfalen beschreiben? Haben wir ein richtiges Problem mit Antisemitismus? Gibt es das partiell oder ist das strukturell in unserer Gesellschaft zu finden? Es ist in Nordrhein-Westfalen, wie denke ich auch in anderen Bundesländern, natürlich der Antisemitismus präsent. Er ist auch sichtbar, er ist auch stärker sichtbar geworden. Wir hatten auch hier Übergriffe, auch vor dem Anschlag in Halle, auf Menschen, die sichtbar Rabbiner sind, gerade auch auf den Rabbi in Köln. Wir hatten auch immer wieder Versuche, Gebäude zu beschädigen, aber wir haben auch Beleidigungsdelikte, andere, also auch die Kriminalitätszahlen, die bei über 300 nur für Nordrhein-Westfalen liegen, für antisemitisch motivierte Delikte, ist ein Anstieg gegenüber den letzten Jahren zu verzeichnen. Aber das ist nur ein Aspekt, das ist ja das, was strafrechtlich relevant ist. Was ich merke durch meine jetzt vielen Begegnungen, wir haben eine ganz starke Verunsicherung innerhalb der jüdischen Gemeinden und das ist durch Halle natürlich nochmal verschärft worden. Da ist ja nur durch eine starke Holztür verhindert worden, dass viele Menschen jüdischen Glaubens, die ja dort gebetet haben, umgekommen sind. Also ganz, ganz fürchterlich. Und da wird auch stärker wieder thematisiert, können wir noch sicher in Deutschland leben, hier in Nordrhein-Westfalen, oder manche reden auch davon, müssen wir vielleicht doch nach Israel auswandern, was wir bisher ja insgesamt in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen, nicht erleben. Da wird von gesprochen, aber ich denke, es ist nicht so wie in Frankreich, wo schon viele auswandern. Aber es ist eine angespanntere Atmosphäre und leider haben wir eben auch in unterschiedlichen Bereichen, auch an Schulen, natürlich Vorkommnisse, wo einfach mit du Drecksjude andere beschimpft werden, ohne dass sich manche vielleicht so Gedanken machen, aber auch das ist schon schlimm genug. Wir erleben eben schon auch Gewalttätigkeiten und wir, glaube ich, müssen sehr, sehr viel tun, um gerade auch zu zeigen, es ist nicht die Sache von Jüdinnen und Juden, sich gegen die Feindschaft, die man ihnen entgegenbringt, und das ist ja Antisemitismus, Jugendfeindschaft, sich zu wehren, sondern das ist ja ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft, auf uns alle. Menschen wegen eines bestimmten Glaubens, die werden als nicht dazugehörig behandelt und die meint man behandeln zu können, als könnte man sie vertreiben oder vielleicht sogar töten. Und das ist, denke ich, eine ganz schlimme Situation und deshalb müssen wir alle da stehen. Deshalb ist es toll, gerade wenn sich auch Abgeordnete, auch junge Abgeordnete wie Sie, sich des Themas annehmen, weil das strahlt ganz anders auch wieder zu jungen Menschen aus und die müssen wir ja versuchen, auch so verständlich wie möglich auf diese Gefährdung hinzuweisen. Wir haben auch andere in unserer Gesellschaft, aber das ist natürlich eine, die durch unsere Geschichte nochmal eine andere Dimension hat. Absolut. Und wir versuchen das Ganze ja über Social Media, über das Internet zu machen. Ja. Und da ist jetzt gleich die Frage, verändert Social Media, Internet, Digitalisierung auch den Antisemitismus? Also haben Sie das in den Gesprächen wahrgenommen, dass vielleicht auch der Anstieg dadurch begründet wird, dass viel mehr durchs Internet wabern kann und auch viel mehr Propaganda verbreitet werden kann? Also das Internet spielt bei der Verbreitung und ich sag mal vielleicht so ein bisschen als Brandbeschleuniger dessen, was da an Verrohung, an Verächtlichmachung, an Diffamierung auch gegen Menschen jüdischen Glaubens
gesagt wird, eine ganz, ganz große Rolle. Also es ist eine andere Dimension geworden. Ob Sie einen kleinen Artikel in einer Kreiszeitung haben, die dann in 2 Tagen keiner mehr liest, ist das eine, schlimm genug. Aber hier haben Sie eine große Verbreitung. Aber Sie haben auch diese, ich sag mal, diese doch eigenen Blasen, diese Filterblasen, also wo alle, die sich die wiederfinden, die alle einer Meinung sind, zum Beispiel alle gegen Juden sind, die im Zweifel alle keinen kennen, aber irgendwo alle ihre Vorbehalte pflegen und die gegenseitig bedienen. Das geht natürlich durchs Internet ganz, ganz einfach und sie erreichen ganz schnell täglich ganz viele Menschen. Und es ist die Hemmschwelle gesunken dessen, was man einfach mal so sagt, nach dem Motto, Tabus braucht man nicht. Nein, man kann doch hier alles und jedes sagen, Meinungsfreiheit. Und dass das dann, obwohl noch nicht strafrechtlich relevant, aber unanständig ist, unter der Gürtellinie, auch einfach widerwärtig, auch einfach Pöbeleien sind, das wird dann irgendwo versucht zu rechtfertigen mit Meinungsfreiheit. Und das hat einiges losgetreten. Und damit ist natürlich auch die Schwelle dann mal zur Strafbarkeit schneller überschritten. Absolut. Und ich glaube, gerade im Internet gibt es eine andere Zivilcourage als in der echten Welt. In der echten Welt schreiten immerhin noch mal ein paar Leute ein. Von Angesicht zu Angesicht, ja, genau. Aber das habe ich im Internet gerade nicht. Da scrolle ich einfach weiter und widerspreche auch nicht dem Gesagten da. Und dann hat man oft die Situation, dass man in seiner Filterblase denkt, naja, es widerspricht keiner. Dann wird auch die Theorie vielleicht über das Judentum auch stimmen, wenn da keiner widerspricht, wenn das nur in meiner Filterblase stattfindet. Jetzt ist gerade kürzlich auch ein Video bekannt geworden oder richtig viral gegangen, wo eine Frau in der U-Bahn dazwischen gegangen ist, als ein jüdischer Mann und sein Sohn belästigt worden sind und wirklich unschön belästigt worden sind und wo Zivilcourage gezeigt worden ist. Das geht jetzt durchs Netz und ist vielleicht auch ein Beispiel dafür, dass man Zivilcourage zeigen sollte. Aber hätten Sie vielleicht einen Ansatz dafür, wie man das hinbekommt, das Netz noch gesellschaftsfähiger zu machen, weil wir haben ja eine Situation, es gibt immer mehr Hate Speech und immer mehr Verrohung im Netz, was dann auch in die echte Welt ausstrahlt irgendwann, weil das unser Denken beeinflusst und dann auch unser Handeln. Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt das Netz ist. Und da ist die Frage, wie kriegen wir das gesellschaftlich hin, dass man auch im Netz Zivilcourage zeigt? Oder was müssen wir machen, vielleicht auch als Staat? Ja, denn eines geht ja nicht bei uns, wie es China uns vormacht, wenn was nicht passt, was zum Beispiel die chinesische Politik kritisiert, dann wird halt mal dieses Teil des Internets gesperrt, dann haben Plattformen keinen Zugang mehr. Also das ist ja keine Antwort. Antwort ist eine Gegenöffentlichkeit schaffen, also dagegenhalten. Da gibt es schon Initiativen dazu, die genau gegenüber Behauptungen einfach mal Fakten setzen, wo mehrere beisammen sind. Also Stopp Antisemitismus zum Beispiel. Das unterstützen wir hier auch als Antisemitismusbeauftragtenbüro. Da wird auch erklärt, wie man agieren kann, was man machen kann. Da werden auch ganz gute Angebote gemacht. Und ich finde das hervorragend, leicht zugänglich. Das machen wir auch mit der Zeitstiftung unter anderem zusammen. Und das ist ein ganz einfach niedrigschwelliger Zugang. Also das, was eigentlich auch, denke ich mal, Parteien und Fraktionen machen sollten und auch tun, dass man einfach dagegen hält, mal erklärt, dass eben der Vorbehalt, alle Juden würden hier nur das Finanzsystem der ganzen Welt steuern und säßen alle auf den dicken Geldsäcken, das ist ja so eine ganz klassische, ein ganz klassischer Vorwurf, den man so ganz pauschal den Juden macht, ohne irgendwas zu wissen. Und dass man da mal ganz einfach gegenhält, denn das ist nicht nur durch nichts zu belegen, sondern es ist einfach ein vollkommen widerwärtiger Vorwurf. Also Gegenöffentlichkeit schaffen. Und da auch ruhig sich mit anderen Initiativen zusammentun. Je mehr man ist, umso besser ist es, umso mehr erreicht man. Und gerade es auch so machen, dass es junge Menschen verstehen. Also wir brauchen da jetzt nicht fundierte theologische Abhandlungen. Das findet noch in der Wissenschaft wirklich auch statt. Die Auseinandersetzung gibt es Publikationen, hochinteressant. Sondern da geht es wirklich um Erklären, dass allein schon heutzutage ein Gerücht über Juden ausreicht zu sagen, die wollen wir nicht, auch wenn ich gar keinen kenne und wenn hier gar keiner lebt. Und dass man deutlich macht, ja, da haben Menschen anderen Glauben, wie die Buddhisten, wie aber auch die Muslime, wie die Katholiken, die Evangelien, also die Christen. Ja,
aber sie haben auch Gemeinsamkeiten, Überschneidungen. Und wir sollten doch froh sein, dass jeder seinen Glauben leben kann. Und deshalb geht es um mehr als nur eine kleine Gruppe von Menschen. Ungefähr so 28.000 Menschen jüdischen Glaubens leben in Nordrhein-Westfalen zu verteidigen, sondern es geht wirklich auch unter anderem um Religionsfreiheit. Das können wir keinem absprechen, so wie auch jeder sagen kann, ich bin überhaupt nicht in der Kirche oder gehöre keiner Religion an. Mhm. Ein wichtiger Faktor kann dann ja auch wahrscheinlich Bildung sein. Ne? Wir Dreh- und jetzt, Angelpunkt. Wir haben es gerade die Theorien angesprochen. Rothschild-Theorie ist da ja auch ein beliebtes Mittel, um Antisemitismus zu schüren. Und da habe ich auch im Gespräch mit Ben Salomo festgestellt, dass auch viele gerade aus der Rap-Szene einfach auch gar nicht wissen, dass das nicht stimmt und dass das antisemitisch ist. Das ist noch nicht mal böse gemeint, so richtig, ne? Aber das entwickelt sich dann dazu. Ja, und dann genau. Kommt da so ein Kreislauf, dass dann Antisemitismus so richtig entsteht, der gar nicht entstanden wäre, wenn ich am Anfangspunkt aufgeklärt hätte, das ist Quatsch, was da erzählt wird. Und so verbreitet sich das gerade im Rap dann auch in der Jugendkultur und gerade durch die sozialen Medien ganz weit. Mhm. Und da ist die Frage, wie setzen wir dabei Bildung an? Weil ich glaube, auch nur Gedenkstättenfahrten reichen vielleicht auch nicht aus. Ich muss auch Menschen mit jüdischem Glauben kennenlernen und mit denen in Diskurs vielleicht auch mal treten. Oder was sind da so Ansatzpunkte, wo Sie sagen würden, das ist das Beste? Also Bildung ist Dreh- und Angelpunkt. Und zwar nach meinen bisherigen Eindrücken und Erlebnissen so früh wie möglich. Mhm. Natürlich bei ganz jungen Menschen, also zum Beispiel auch schon in der 4. Klasse Grundschule, findet ja das Thema statt. Da wird ja, kürzlich hat mich so ein kleiner Junge angesprochen, im anderen Rahmen, und er sagt, wie ist denn das jetzt mit dem Vergasen der Juden? Da sage ich, was? Ja, das wird auf dem Schulhof, hat das einer gesagt. Die Juden, die wurden vergast. So, das heißt, das ist von der Altersbegrenzung her nicht so, dass man da sich erst so in der 10. Klasse mit beschäftigt, sondern es findet auch schon an Grundschulen statt. Also, ich brauche einmal dort Angebote und Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer, dass die, was Sie ganz wichtig gesagt haben, erkennen, da kann antisemitisches Denken sich hinter verbirgen. Oder es ist noch nicht so weit, aber es ist eine typische Stereotype, so die dahinter irgendwo aufzudecken ist, aber wo einfach nur was nachgeplappert wird, ohne dass man vielleicht sich damit beschäftigt hat. Und deshalb muss man so früh wie möglich aufklären, informieren. Da sind natürlich Eindrücke von Erinnerungsstätten auch hilfreich, aber einmal ein Besuch, das bewirkt nichts. Also man muss es machen. Macht auch hier die Landesregierung, auch gerade die liberale Bildungsministerin hat jetzt nochmal ihren Etat aufgestockt und so. Das ist wirklich gut und wichtig. Sie hat auch nochmal 54 Stellen für den schulpsychologischen Dienst geschaffen, wo man auch gerade noch ganz besonders sich um solche dann auch möglicherweise Vorfälle, Ereignisse kümmert. Aber es reicht nicht, einmal irgendwas anzusehen, sondern man muss das aufbereiten. Man muss sagen, ja Mensch, was heißt das heute? Was steckt überhaupt dahinter? Kann man das nachvollziehen? Sich selbst auch damit beschäftigen. Also es gibt ganz tolle Projekte, da sagt man, macht doch jetzt mal eine Zeitung, wo ihr aufklärt über Antisemitismus. Was fällt denn euch ein? Was ist denn da vielleicht eine Aktion? Was habt ihr erlebt? Was kann man erklären? Kann man auch erklären, warum es den gibt. Also, dass man selbst sich damit beschäftigen muss, das ist in meinen Augen ganz wichtig. Ich habe so verschiedene Angebote, auch für Schulen, also dass mal ein Film vorgeführt wird, Wir Juden aus Breslau, der wirklich sehr aufklärerisch ist, wo man hinterher diskutiert mit einem Regisseur oder wo man Schauspieler kommt und führt so in Szenen auf, wozu es kommen kann, wenn man Menschen jüdischen Glaubens ausgrenzt, sie nicht teilhaben lässt. So, was das für den Betroffenen bedeutet, natürlich auch, ja, wir haben so ein Projekt Rent a Jew, also mal ganz in Anführungsstrichen gesprochen, leih dir einen Juden. Also was einfach versinnbildlichen soll, befasst euch doch mal mit dem jüdischen Leben. Denn manche sagen, ja, das sind ja nur die mit den Korkenzieherlocken und dann essen die anders und dann eine Körperverletzung ist ja bei denen gang und gäbe. Das sind ja alles so diese Stereotypen Vorurteile, dass man sagt, Mensch, die wollen auch Fußball spielen, die Jungen. Und die Mädchen, die haben auch genau ihre Dinge, die sie mögen, wie junge Mädchen auch. Und die mögen eben auch vielleicht Rapmusik. Und deshalb ist Rap nochmal ein ganz besonderes Thema. Denn da gibt es leider doch in Teilen, nicht überall, in Teilen ganz klaren Antisemitismus. Sichtbar geworden ist das mit einem Kollegen, als mit der Echo-Preisverleihung, die dann ja damit gestorben war. Und
wenn man die Texte sieht, die ab 12 junge Menschen ansprechen, dann sind da wirklich immer antisemitische Stereotype drin enthalten. Jetzt wird das was versucht zu erklären, also es sei nicht so gemeint, aber das, da wird eine Grenze verschoben, das geht nicht. Und da darf man auch nicht sagen, naja, das geht gerade noch, aber wenn es noch mehr deutlicher wird, dann nicht. Das haut nicht hin, weil da ist schon eine Absicht mit verbunden. Und deshalb ist ganz wichtig, so früh wie möglich junge Menschen da aufzuklären und mit ihnen darüber zu reden. Was denkt er denn, wenn er so einen Text da hört? Weil ich meine, die Musik, wenn man sie mag, ja, die nimmt einen ein. Musik ist einfach eine tolle Sache, Gemeinschaftsgefühl, da entwickelt sich auch was, da macht man was, bewegt sich wie auch immer. Und dann wird vielleicht zum ersten Mal über die Texte nicht nachgedacht, aber irgendwas bleibt hängen. Mhm. Und von daher ist Rap schon auch ein Problem mit für Antisemitismus. Und das überhaupt mal auszusprechen, ist schon mal ein Verdienst unter anderem von Ben Salomo, sich damit zu beschäftigen, der zweite. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr eine Studie in Auftrag geben kann an eine Universität hier in Nordrhein-Westfalen, wo man untersucht, wie wirkt es sich aus auf so ein 12-, 13-, 14-Jährige, bis 18 ist das so, das Alter, wie wirkt es sich aus, wenn man diese Musik mag, diese Texte immer wieder hört, dann vielleicht auch mal mitsingt. Bleibt da irgendwas hängen von diesen Begrifflichkeiten? Da taucht ja auch Hitler auf und anderes mehr. Oder geht das einfach ganz vorbei? Oder aber wird man da so unbewusst vielleicht in so eine gewisse Ecke gebracht der Vorstellungen, die man hat? Da gibt es bisher gar nichts zu. Und ich denke, das ist einfach eine Sache, die wichtig ist, denn da wird sehr früh vielleicht eine Weiche gestellt im Denken, so in den Vorstellungen, die man hat, die dann einfach in die falsche Richtung gehen. Das ist eine super spannende Frage und ein super spannendes Feld, weil es ist ja nicht nur Kollega, auch Haftbefehl beispielsweise ist auch bekannt. Und da hat man auch Lines, die auch Jugendliche immer wieder benutzen, wie zum Beispiel Chabos wissen, wer der Babo ist. Das ist so eine gängige Line, die alle bringen. Aber der rappt auch antisemitisch. Und da muss man schon schauen, wie... Weil die eben ankommen. Wie geht man, genau, wie geht man damit um und wie klärt man da möglichst gut auf? Bei Ben Salomo habe ich auch erfahren, er selbst ist gar nicht dagegen vorgegangen. Er hat keinen antisemitischen Vorfall zur Anzeige gebracht. Mhm. Jetzt nochmal, vielleicht zum Abschluss die Frage an Sie. Wenn ich Antisemitismus mitbekomme, was mache ich dann am besten? Melde ich mich bei Ihnen? Gehe ich zur Polizei? Oder wie löse ich die Situation? Also Polizei ist wirklich dann gefordert, wenn man meint, das ist so volksverhetzend, also wenn die Gruppe der Juden angegriffen wird. Zum Beispiel hatten wir ja dieses Plakat, Israel ist unser Unglück, das wurde nicht hier als volksverhetzend bewertet, weil das nicht ausdrücklich auf die Juden bezogen war. Ich also meine, das hätte man klar sehen können, aber es ist eben eine Bewertungssache. Nur, sowas bewerten Gerichte, das ist selbst nicht die Sache von uns. Man kann nur über Urteile dann auch seine eigenen Gedanken haben und ruhig auch Kritik äußern. Also bei so, wenn es schon so massiver wird, würde ich wirklich auch zur Justiz gehen. Es gibt übrigens die ganz tolle Einheit ZAK hier bei der Staatsanwaltschaft Köln. Zentralstelle gegen Cybercrime und die sind die Zentralstelle für Volksverhetzung und andere Delikte und die kennen sich da hervorragend aus. Zwei Staatsanwälte, die das betreiben, eine kleine Stelle, die eingerichtet wurde, also kann man auch mal da direkt was hinterlassen. Natürlich kann man sich auch an mich wenden, dass man gemeinsam überlegt, was ist das für ein Kontext, in welchem Zusammenhang steht das, was können wir da mal gegensetzen, machen wir mal irgendwas, machen wir was im Netz oder bieten wir mal was an oder laden mal Leute ein, wenn es vielleicht nur so ein Hingeplappere ist, wo man sagt, Mensch, da muss man mal gegenhalten oder sich näher mit beschäftigen. Also natürlich auch gerne dann hier bei mir und meinem Büro. Aber auch, wenn man mal auf die Seite Stopp Antisemitismus geht, die ich erwähnt habe. Verlinken wir nachher auch nochmal. Genau. Und da gibt es eben verschiedene Angebote, aber auch so Argumentationen, auch Tipps und Hinweise, aber auch Ansprechpartner. Dann kann man auch mal jemand anderen da vielleicht zu sich holen und sagen, jetzt mache ich mal eine Veranstaltung. Ich will einfach mal aufklären. So als Abgeordneter hat man ja auch eine Verpflichtung für unser Gemeinwesen. Und Antisemitismus gefährdet nun mal alles, was für uns wichtig ist und was unsere Wertebasis ist. Und für Liberale sind nun mal die Grundrechte und die Freiheitsrechte wichtig. Und da nimmt man sie ja einigen Menschen. Und deshalb können wir das auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise dulden. Absolut. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare und wir beantworten die euch bestmöglich. Genau.